Hohoho, meine lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen im neuen Türchen meines Jahres-Highlight-Adventskalender. Heute muss ich über ein Thriller-Highlight sprechen, das nicht ganz so in die besinnliche Weihnachtszeit passt, aber es ist ein Thriller, der mich gepackt, gefesselt und mitgerissen hat. Und zwar ist die Rede von Offline von Arno Strobel. Ja, ich habe das Buch als E-Book gelesen, es ist noch nicht als echtes Buch bei mir eingezogen, was aber nicht heißt, dass das vielleicht demnächst noch geschieht, spätestens wenn es Gutscheine zu Weihnachten und Geburtstag gibt. Kann man nie wissen, dass das vielleicht noch irgendwie bei mir einzieht. Es ist mein erstes Buch von Arno Strobel und ich wusste gar nicht so richtig, ob der Autor was für mich ist. Ich habe sehr unterschiedliche Stimmen zu diesem Buch gehört. Zum einen, ich glaube, die alteingesessenen Fans von Arno Strobel, die mit dem neuen Buch nicht so viel anfangen konnten. Zudem Leute, die ja das erste Mal etwas von Arno Strobel gelesen haben und von Offline total angetan waren. Und ich schließe mich natürlich dieser Meinung an, sonst wäre er jetzt mit diesem Buch natürlich nicht hier in diesem Adventskalender vertreten. Ja, Offline, der Titel sagte schon, wir haben eine Gruppe von Menschen, die ja im Grunde eigentlich offline sein möchte, die ein Handy-Internet-Detox veranstalten möchte, das alles in einer Hütte im Berchtesgadener Land in der Nähe des Watzmanns. Es zieht ein Sturm auf, ein Schneesturm des Jahrhunderts. Keiner hat ein Handy und in der ersten Nacht geschieht etwas Schreckliches, Grausames, Brutales, Ekliges. Und die Gruppe überlegt, ist das einer von uns, der ihm das angetan hat? Ist das einer von außen? Steckt am Ende der Täter hier mit allen fest? Sind es vielleicht die beiden Mitarbeiter, die jetzt noch in dem Hotel mit dabei sind, die Bauarbeiter? Jeder könnte der Feind sein. Und wir haben eine Sicht auf die Dinge, die ich unfassbar gruselig, widerlich und schrecklich fand und dennoch mega spannend. Und ja, das klingt irgendwie gerade, ja, wenn ich mir selbst zuhöre, sehr krank, aber es ist ein Thriller, der sehr blutig ist, der sehr spannend ist, der wirklich Atemnot gefühlt bei mir hervorgebracht hat. Ich konnte das Buch beim zweiten Mal anlesen, also nach dem ersten Lesen, so 80 Seiten, war der Einstieg sehr gelungen. Und danach musste ich die restlichen Seiten in einem wegsuchten. Und ich konnte es nicht mehr weglegen. Es war Spannung pur. Es war gespannt wie ein Faden. Es war mega erzählt. Es war sprachlich wirklich unglaublich bildhaft, lebendig, modern, flüssig. Es war an der Perspektive, wer das Buch vielleicht gelesen hat, der weiß, was ich meine. Die war zwar sehr sehr ergreifend, sehr mitnehmend, es war erschreckend, widerlich an mancher Stelle, es war blutig, fast eine Spur zu blutig. Ich habe an mancher Stelle gedacht, ich will gar nicht so viele Details, aber es war absolut ertragbar, das muss man ganz klar sagen. Es ist einfach ein Psychothriller, es ist so, wie ein Thriller für mich auch einfach sein muss, dass er einen mitreißt, diese Vorstellung, dass man einfach mal ohne Handy, ohne Internet sein möchte, dass man da in ein Hotel geht. Das ist natürlich jetzt nichts komplett Neues, aber die Richtung, die es dann nimmt, die Entwicklung, die Motivation hinter der Tat, dahinter, was alles passiert, welche dunklen Vergangenheiten manche der Teilnehmer hat, das ist schon etwas sehr Innovatives. Es ist auch mal gefühlt anders erzählt. Es ist einfach besitzergreifend und man hat das Gefühl, man kommt gar nicht zur Luft holen. Und ich bin auch noch sehr aufgewühlt, wenn ich an diese Geschichte denke. Ich bin noch sehr mitgerissen. Ich bin wirklich total begeistert von dem Stil hier, den Arno Strobel bei Offline an den Tag legt. Zudem auch das Cover, das finde ich mega geil. Und das Wort passt jetzt, glaube ich, nicht in die Vorweihnachtszeit, aber ihr verzeiht mir das in meiner Begeisterung. Ich fand Offline wirklich großartig erzählt. Ich fand auch diese ganze Atmosphäre, die in dem Buch in der Luft lag, die man förmlich auf der Haut hat kribbeln gespürt, fand ich einfach mega. Und ich habe das schon lange, lange bei keinem Thriller mehr so intensiv erlebt wie bei Offline. Und das ist für mich wirklich auch mit einer der besten Thriller, wahrscheinlich der, 5 Jahre, die eben in diese Richtung gegangen sind. Es ist jetzt, glaube ich, der zweite Thriller in diesem Jahr oder der dritte, der für mich wirklich auch in die Jahreshighlights gekommen ist. Aber er ist zum Beispiel ganz anders, als es zum Beispiel Liebeskind von Romy Hausmann war. Also gar keine Frage, das geht dann doch wieder in eine andere Richtung. Aber man möchte natürlich jetzt innerhalb des Thriller-Genres nicht nochmal irgendwie unterteilen. Aber es ist für mich schon eine andere Art Thriller, auch wie Arno Strobel das einfach erzählt. Großartig gemacht, hat mir unglaublich gut gefallen, hat mich zutiefst erschüttert und mitgerissen und ich finde, dann hat dieses Buch auch einfach es verdient, in die Jahreshighlights zu kommen. Ich weiß tatsächlich nicht, ob ich mir andere Bücher von Arno Strobel zulege, weil mir wirklich sehr viele sagen, dass sein Stil sonst doch ein bisschen anders ist, aber vielleicht behalte ich ihn einfach jetzt bei den kommenden Büchern so ein bisschen im Auge und bin gespannt, was wir von ihm noch so ein bisschen lesen oder hören oder wie auch immer werden. Und ja, das war's von mir. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen schönen
19. Dezember und eine schöne Adventszeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!